Die Geschichte von Ali Baba und den 40 Räubern. Das sind viele. Das ist eine Bande. Schnell, versteck dich. Schnell weg. So fängt die Geschichte an. Damit beginnt eines der berühmtesten Märchen aus Tausend und einer Nacht. Was für ein riesiger Schatz. Gold, Silber, Juwelen. Allah, ist es denn Diebstahl, die Diebe zu bestehlen? Und ist es Raub, die Räuber zu berauben? Das ist so viel, dass die Diebe gar nicht merken werden, wenn etwas fehlt. Und schon dieser kleine Diamant kann mir ein Leben ohne Sorgen schenken. Ali Baba weiß natürlich, dass das viele Gold den Räubern gehört, beziehungsweise den Menschen, denen sie es weggenommen haben, und dass er eigentlich nichts davon nehmen darf. Aber er nimmt ja nur ein bisschen und er denkt, wenn er nur so wenig nimmt, dann fällt das gar nicht auf. Es wurde doch bestimmt reichen Leuten gestohlen. Kein Mensch merkt das. Aber sein Bruder kennt ihn natürlich und er merkt, dass er plötzlich Geld hat. Und Ali Baba hat in dem Moment natürlich an die ganzen Folgen überhaupt nicht gedacht. Der konnte sich nicht vorstellen, was das alles auslöst. Doch alles die wichtigsten Dinge von deiner eigenen Familie. Wovon redest du? Wo hast du das Geld her? Kasim, als er dann von dem Geheimnis dieser Räuberhöhle erfährt, da denkt er natürlich, es ist die Gelegenheit gekommen, wo er mal zeigen kann, was er alles drauf hat. Dann ist er endlich ein richtiger Mann und steht nicht mehr bei seiner Frau unterm Pantoffel. Es kommt aber leider anders. Die Räuber, die sind natürlich gefährlich, sonst wären sie ja keine Räuber. Aber sie sind natürlich nicht nur gefährlich. So eine Räuberbande, da sind auch ein paar Typen dabei, die sind nicht so ganz schlau. Aber naja, wie man es nimmt. Dummheit kann auch wieder gefährlich sein. Ali Baba! Ali Baba wohnt und keine Mäh. Ja, die Lösung in der Geschichte bringen schließlich die Frauen. Ali Baba hat großes Glück, dass er seine Fatima hat. Fatima kommt nämlich auf die Idee, dem Räuberhauptmann etwas vorzutanzen. Und so lenkt sie ihn ab und verhindert, dass er Ali Baba tötet. Es gibt in der Geschichte natürlich noch viel mehr Überraschungen. Da kommen zum Beispiel auch noch die beiden Frauen vor, von Ali Baba und von Kasim. Und es gibt noch viel mehr Räuber und viel, viel mehr Ereignisse, von denen ich jetzt nichts erzählen werde. Sollt ihr euch ja live anschauen. In unserem Theaterstück.